diesem Typ? Nein! Bitte nicht! Bitte nicht look at me! Dieser Kühlschrauber mit Schari! Da kommt raus! Nein! Die Stadt ist riesig groß und hat Milliarden von Einwohnern. Und wo rennt sie hin? Ja, das gehört zum einzigen Kerl, wo ich nicht hin möchte. Look at me, der Meisterarsch. Okay, beweg dich nicht vom Fleck. Wir machen uns auf den Weg zu dir. Jo. Okay, ich hab ein bisschen Angst. Ja, hätte ich auch an deiner Stelle. Okay, lass uns gehen, Maya. Sekunde, Nick! Was? Der Anruf gerade hörte sich echt schnucklig an. Nein! Larry, werd dich auch noch pädophil, dann kündige ich dir die Freundschaft. Ja, aber hallo. Noch eine deiner speziellen Freundinnen? Nein. Sag Frau Delight, bitte adieu von mir. Ja, Larry? Und wenn du weiter solche Anspielungen machst, kennen wir uns nicht mehr. Ja, aber hallo. Meister-Tief ist also nicht im Büro, oh Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja, als ich hier ankam, war hier keine menschliche Seele. Sag mal, Nick. Findest du nicht auch, dass seit dem letzten Mal irgendwas verändert hat? Ja, da steht eine Tasche auf dem Tisch. Wo du es erwähnst. Okay, Pearly, Maya, ihr steht Schmiere. Diese Tasche, die war das letzte Mal noch nicht da, ganz sicher. Sieht ziemlich fest aus, was da wohl drin ist. Hey, Dink, komm schon, mach sie auf. Hey, Moment mal, das ist Privateigentum, da können wir nicht einfach reinschauen. Stell dich doch nicht so an. Das ist eine wichtige Ermittlung. Das stimmt. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich auch ein klein wenig neugierig. Ja. Und? Was ist drin? Warte mal eine Sekunde, ich nehm's raus. Was auch ist, es fühlt sich irgendwie hart und glatt an. Eine Maske? Nun, Hallöchen! Oh. Ja! Ist hier! Lauft! Was machen Sie da, Herr Anwalt? Ich bin schockiert, dass ein Diener des Gesetzes das Gesetz so schamlos ignoriert. Es tut mir wirklich leid, Mai hat mich dazu gebracht. Nee, ich fass nicht. Ein Gentleman schiebt niemals eine Dame als Vorwand für sein Benehmen vor. Ja. Die wahre Frage ist, können Sie es sich leisten, Ihre Zeit zu verschwenden? Wie meinen Sie das? Vielleicht sollte ich mich etwas klarer ausdrücken. Morgen beginnt der Prozess. Zwari! Bildlich gesprochen wird Ihr Mandant noch vor Mittag die Hosen runterlassen. Ich hoffe nicht wörtlich. Ja. Au! Klingt, als würde es ziemlich spannend werden. Jetzt müssen wir schon wieder mit dem Kerl reden. Mann! Nein! Was soll denn morgen beim Prozess Dramatisches passieren? Wissen Sie, was bisher Ihr größter Fehler gewesen ist, Herr Anwalt? Überhaupt Anwalt zu werden? Boah! Das hört sich mir dann ein großer Fehler an, Emmy! Auf wessen Seite stehst du? Morgen wird ein denkwürdiger Tag. Ich, look at me, werde kämpfen! Okay, ich habe ein Klappmesser, machen wir es gleich hier. Und dann Zwari. Meine Aussage wird Ihr Verderben sein. Hab ich jetzt Schiss.
Ja, ihr Verderben! Ich werde sie als Komplizen des Diebes enttarnen. Gut. Komplizen? Ritter ich durch. Ja. War. Sie wissen sich zu verteidigen, aber dennoch. Nicht ich bin ihr größter Feind. Es gibt eine weitaus größere Bedrohung, der sie im Prozess begegnen werden. Ja. Okay. Wer? Herr Anwalt, wenn Sie so gut sind, wie Sie sagen, dann kennen Sie ihn bereits. Er heißt Godot. Was? Godot? Der neue Staatsanwalt. Ah. Das wird gut werden, den mag ich. Oh. Okay. Bin ich gespannt. Sie begehen einen großen Fehler. Dass sie einen Kriminellen verteidigen, der nichts verdient, als die Todesstrafe. Boah, ist ein bisschen heftig, ne? Hey, bisher ist noch nicht erwiesen, dass Fatal Light wirklich der Mask ist. Meine liebe Dame, die Zeiten ändern sich, aber die Menschen leider nicht. Ja. Nun, sie werden das noch verstehen, wenn sie etwas reifer sind. Ach, ja, toll. Ich mag ihn. Wer ist dieser Godot? Kein Wunder, dass ein Medium den Namen noch nicht kennt. Godot. Der Staatsanwalt, der nicht auf der Erde lebt, sondern im Himmel. Godot, What? Legende, Mythos. Viele Menschen wollen alles geben, ihn einmal zu sehen. Staatsanwalt? Aber der beste Staatsanwalt des Landes ist nicht Godot, sondern Mr. Edgy Boy. Edgeworth. Ja, des Landes, aber Godot ist höher. Okay. Ich war nicht. Kein Wunder, dass ein Medium wie Sie von sowas keine Ahnung hat. Meisterstaatsanwalt Miles Edgeworth ist derzeit im Ausland. Hä? Herr Edgeworth hat Herrn Godot sogar als den Besten im Land anerkannt. Oha. Diese Gesetzeinung. Aber sicher. Man könnte ihn auch den Luke Edmund der Staatsanwälte nennen. Dann haben wir ein leichtes Spiel. Ja, dann wird's einfach. Ah, nee. Nun, gut zu hören. Dann hat die Anklage morgen wenigstens eine kleine Chance. Nee, dieser Gott ist wirklich so gut. Ich glaube, ich habe schon mal von diesem Typen gehört. Kein Wunder. Manche Leute verbringen ihr ganzes Leben damit, auf ihn zu warten. Oh. Sieht aus, als wären wir für heute mit den Ermittlungen fertig. Herr Anwalt, die Bühne ist bereitet und alle Stücke sind an ihrem Platz. Jetzt muss es nur noch losgehen. Ein neuer Staatsanwalt, ein Meisterdetektiv und ein Dieb. Das wird hart. Ja. Ja. Peitschen Franzi ist weg vom Fenster. Gut, die vermisse ich auch nicht. Ja, die mordest du nicht als Charakter, hä? Nicht so, nee. Naja, der Richter atmet garantiert auf. Ah, der hat doch schön gespurt. Hey, Nick! Was ist los? Stimmt was nicht? Nö, aber hast du die vielen Leute hier gesehen? Das ist ja verrückt! Oh, sieh mal, ich habe dieses Werbefoto von Mask to Mask gekauft. Was, gekauft? Macht er lol? Werbung für seine Diebstähle? Lol. Ja, richtig. Du hast das gekauft? Wo? In den kleinen Zeiten, selten vor dem Gericht, da kann man alle wirklichen Sachen kaufen. Toll. Du weißt doch, dass ich eine Schwäche für sowas habe. Jetzt gibt's schon Merchandising für Diebe. Ja, aber hallo. Kommen Sie schon, ich bin schuldig. Kommen Sie schon, ich bin schuldig. Klagen Sie mich alle Verbrechen an. Das ist doch Putz, oder? Nein. Nein? Okay, es klang gerade wie Mutz. Aber schreit er noch!
Oh, Herr Freit, Sie sind hergekommen. Ja, das bin ich, aber es sieht nicht so aus, als ob sich Ihre Lage verbessert. Weil ich es getan habe, ich bin der Kriminelle, ich. Oh, er sagt es schon wieder. Ich habe die Visitenkarte an Lord Taylor geschickt, das gebe ich zu. Aber die Heilige Urla haben Sie nicht, richtig? Nun, das stimmt aber. Das heißt nicht, dass ich das Verbrechen nicht begangen habe. Wenn ich sage, natürlich haben Sie das nicht, bin ich sarkastisch, aber Sie... Ich gebe jedenfalls zu, dass ich schuldig bin. Also sorgen Sie dafür, dass ich einen Schuldspruch bekomme. Bitte! Oh, hier bist du, Ronnie. Bonjour, Liebling. Oh, Desi, Schatzi. Bonjour. Nun, eigentlich... Warum soll ich in einem Moment wie diesem eigentlich Französisch mit dir reden? Überlass alles mir, Ronny. Ich schwöre, dass ich dich beschützen werde. Weißt du, denn die bin eigentlich ich. Darf ich dir was sagen, Niki? Ich kann dir garantieren, dass mein Ronny unschuldig ist. Sie könnte der Mask sein. Sollte er schuldig gesprochen werden, bin ich dir ziemlich böse. Warum lächeln Sie dann, wenn Sie sowas sagen? Nun, wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe noch einige Dinge zu erledigen. Ich zähle auf dich, Niki. Viel Glück! Wäre eine interessante Theorie. Ja. Wenn sie es garantieren kann, muss sie da irgendwo mit drin stecken. Dafür ist sie viel zu sicher. Ja, wer weiß. Vielleicht vertraut sie ihrem Mann einfach nur. Selbst dann ist Vertrauen. Dann glaubt man, aber man weiß nicht. Ja, sie scheint ja zu wissen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Ron Mask die Maske ist. Es gibt nur eine Sache, die ich sicher weiß. Dass Luke at me doof ist. Das auch. Die Heilige Urne hat er im Augenblick nicht. Ja. Herr Delight, es ist Zeit für Sie, den Gerichtssaal zu betreten. Vorerst muss ich wohl Desiree vertrauen. Na dann, Zeit, den großen Godard kennenzulernen, hm? Ja, bin gespannt. Das Gericht verhandelt jetzt die Anklage gegen Herrn Ron Delight. Die Partei ist bereit, euer Ehren. Also mit der Anklage. Sind Sie auch bereit? Was für eine blöde Frage. Wie bitte? Gut, dann frage ich Sie jetzt, euer Ehren. Sind Sie bereit? Sind Sie bereit, ein Urteil zu verkünden? Nein, das bin ich nicht. Lol? Ich werde ein Urteil sprechen, nachdem ich Argumente von beiden Seiten gehört habe. Nun, wenn Sie selbst nicht bereit sind, dann sollten Sie es nicht von anderen erwarten. Das ist mein Lebensmotto. Wer sind Sie überhaupt? Ich heiße Godard. Legendärer Staatsanwalt, keinen einzigen Fall verloren. Ah, das ist derjenige, von dem Detektiv Edmund sprach. Ja, Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Mit welcher Art Fälle haben Sie es bisher zu tun gehabt? Ha, mit keinem. Was sagen Sie da? Ich habe noch nie einen Prozess geführt. Toll. Wie? Aber sie sagt doch, sie hat noch nie verloren. Ja, wenn er noch nie einen hatte, kann er auch noch nie einen verloren haben. Ja, stimmt. Aber trotzdem. Richtig. Ich habe noch nie verloren und auch noch nie gewonnen. Scheiße? Ziemlich arrogant für einen Anfänger, meint sie nicht auch? Auch der größte Mammutbaum ist einmal ein junger Sprössling gewesen. Oh, scheiße. Ja, aber eine Maske in einem Gericht? Lol. Ha. Wissen Sie denn gar nichts? Egal um wen es sich handelt, alle tragen Masken. Entweder im Gesicht oder vom Herzen. Der Kerl hat es wirklich in sich, Nick. Warum haben es bloß alle Staatsanwälte in sich?
Endlich stehen wir uns gegenüber, Herr Phönix Breit. Ich bin nicht breit. Stick, ist das dein Freund von dir? Nein, keiner meiner Freunde nennt mich breit. Wer kann dieser maskierte Mann nur sein? Ich bin aus den Tiefen der Hölle zurückgekehrt, um mich mit ihnen zu messen. Lol. Und dann, Staatsanwalt Gobo. Lol. Das heißt nicht Gobo, das heißt Godot, euer Ehren. Wie auch immer, halten Sie bitte Ihr Eröffnungsplädoyer. Eröffnungsplädoyer? Sowas ist selbst für Hunde ungenießbar. Oh mein Gott. Ich möchte nur eine Sache sagen, bevor es losgeht, und zwar Ihnen, Herr Breit. Und was? Kennen Sie das Sprichwort, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied? Ich frage mich, wie viel halten Sie aus, bevor Sie und Ihr Fall auseinanderbrechen? Na dann, bringen Sie den ersten Zeugen. Na, wie ist dein erster Eindruck? Seltsam. Ja, irgendwie hat die Staatsanwaltschaft keine normalen Leute. Ach, der Gamsu. Mein Name ist, Niemand hat Sie nach Ihrem Namen gefragt, Zeuge. Okay. Es zählt ausschließlich, was Sie wissen, sonst nichts. Legen Sie los, wir hören. Jawohl, Sir. Gut, Zeuge. Lassen Sie uns als erstes hören, was Sie über den Dieb wissen, der die Urne gestohlen hat. Jawohl, Sir. Also, Mask de Mask ist ein Meisterdieb, der vor 6 Monaten mit seinen Beutezügen anfing. Er ist so selbstsicher, dass er vor jedem Diebstahl sogar seine Visitenkarte schickt. Das war sein 5. Raub und er schickte wie gewöhnlich eine Karte an Lord Lee Taylor. Er ist immer nur hinter den wertvollsten Kunstwerken her. Deshalb sind wir sicher, dass es Mask de Mask war. Das passt alles zum Profil. Dann ist die wahre Identität von Mask de Mask... Herr Godot, Sie? Hä? Was ist jetzt los? Hä? Wir sind hier mitten in einer Verhandlung, Herr Godot. Schwärzer als die dunkelste Nacht und bitterer als die Hölle, das ist Kaffee. Lol. So viel können Sie mir sicher zugestehen, euer Ehren. Oh bitte, fahren Sie fort. Der bestellt sich einfach mal Kaffee. Na schön, ist ja nur Kaffee. Was, Sie können ihm so früh im Prozess doch nicht alles durchgehen lassen? Beginnen Sie mit dem Kreuzfeuer, Herr Breit. Nick, was wirst du tun? Ich glaube, ich wage mal, mir einen Tee zu bestellen. Solange Herrn die Leitsidentität nicht erwähnt worden ist, können wir nur beweisen, dass nicht Mask die Mask die Urne gestohlen hat. Na dann. Welche Taktik möchtest du haben? Welche Taktik möchte ich haben? Na, alles angreifen oder hast du schon einen Plan, was wir machen könnten? Na, individuell. Je nachdem, was erzählt wird. Ob wir es glauben oder nicht. Mhm. Mal schauen. Karte schickt. Das war sein 5. Rauf. Mhm. Er ist immer noch hinter den wertvollsten Kunstwerken her. Aber die Urne ist doch kein Kunstwerk. Es ist ein Kultgegenstand. Auch nicht wertvoll. Ja. Kunstwerke? Welche denn zum Beispiel? Nun, sein erstes Ziel war die berühmte Träne von Emanon. Was soll das sein? Eine besonders salzige Träne? Nein, Sir. Das ist ein blauer Diamant, ein sehr seltener Diamant. Das nächste war die Krone von Bongora. Wissen Sie das Ding zum Aufsetzen? Danach war es die linke Hand des Hades und dann das Porträt von Medjina. Detektiv Edmir fand das Porträt von Medjina wieder und gab es dem Museum zurück. Und das Ziel seines 5. und letzten Diebstahls war die heilige Urne, richtig? Aber ist es nicht schwer für ihn, so berühmte Kunstwerke wieder loszuwerden?
finden und wir nehmen an, dass er Verbindung zur Unterwelt hat. Irgendwie scheint mir Adelaide nicht der Typ dafür zu sein. Ja, er ist einfach ein wenig zu gut gesinnt für die Unterwelt. Stimmt. Zu schnell geständig. Was meint sie mit, das passt alles zum Profil? Dasselbe wollte ich auch gerade fragen. Ja, ich wünschte, sie würden besser zuhören, Junge. Erstens ist da die Visitenkarte. Wir sind zu 100% sicher, dass es sie echt ist. Dann ist da die Tatsache, dass er anscheinend alles über das Sicherheit...